Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Herr, das ist unser Gebet an diesem Morgen, dass du deinen Geist ausgießt auf uns, auf alles, was trocken in uns ist, und dass es neu bewässert wird, dass es neu frisch wird für dich, Herr, um dich anzubeten, um dir alle Ehre zu geben, Herr. Gieß neu deinen Geist auf uns aus, Herr. Lass uns nächste Schritte im Glauben gehen. Wir möchten allein dir Ehre bereiten mit unserem Leben, Herr. Wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du zu uns sprechen möchtest, Herr. Wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest für das, was du hier wirken möchtest. Danke für deine Gegenwart, die wir schon richtig spüren können, Herr. Wir beten, dass du uns heute begegnest. Wir beten, dass du heute zu uns sprichst, Herr. Weil wenn du ein Wort sprichst, dann ändern sich Dinge, dann ändert sich alles, Herr. Danke. Amen. Amen. Wow. Was für ein Morgen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Was für eine Atmosphäre schon im Lobpreis oder die Gegenwart Gottes. Sie ist spürbar. Und ich glaube, Gott möchte heute zu uns sprechen. Wer glaubt es an diesem Morgen? Yes, alle on fire. Ich liebe es. Und ich glaube, Gott hat heute etwas vorbereitet, ganz für dich persönlich. Und ich bin richtig gespannt, was er zu uns sprechen möchte. Wir sind mitten in dieser Predigtserie, die sieben letzten Worte. Die sieben letzten Worte. Und was mich begeistert an dieser Predigtserie ist, Jesus spricht letzte Worte. Und diese letzten Worte, sie haben die Macht, Leben zu verändern. Und das finde ich so stark. Und ich glaube, wir konnten das die letzten Wochen schon richtig erleben, oder? Wenn Jesus sagt, hier, deine Mutter, was heißt es für mich persönlich? Oder wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was bedeutet es für mein Leben, dass ich bereit sein soll, immer wieder zu vergeben, wenn doch Jesus dort am Kreuz vergeben hat? Ich möchte mit einer Geschichte einsteigen, an diesem Morgen, von Albert Einstein. Wer von euch kennt Albert Einstein? Albert Einstein, ein Physiker, er forschte in der Nähe von New York und er saß in einem Zug. Der Zug fuhr los und der Fahrkartenkontrolleur kam. Wer kennt diese Situation? Du sitzt im Zug und da kommt der Kontrolleur. Was bricht dann erstmal aus? Stress, oder? Kennen wir das? Wo ist die Fahrkarte? Wo ist das Fahrticket? Und Albert Einstein ging es auch so. Er suchte seine Fahrkarte. Aber er fand sie nicht. Und der Fahrkartenkontrolleur sagte, kein Problem, ich komme gleich wieder, suchen Sie in Ruhe. Also sucht er weiter und er sucht. 20 Minuten vergehen und der Kontrolleur, er kommt wieder, aber Albert Einstein ist immer noch am Suchen. Und der Kontrolleur sagt, kein Problem, ich weiß ja, wer Sie sind und ich glaube Ihnen auch, dass Sie ein Ticket gekauft haben. Und was sagt Einstein? Er sagt, ich weiß auch, wer ich bin. Aber ich muss wissen, wo die Reise hinführt, was das Ziel meiner Reise ist. Was für eine Antwort. Ging es euch schon mal so, ging es dir schon mal so, dass du nicht wusstest, was eigentlich dein Ziel ist? Du bist in einer fremden Stadt und du hast ein Ticket gebucht und du musst doch mal schauen, wo muss ich eigentlich aussteigen? Oder vielleicht an einem Morgen, deine Woche war voll und du weißt gar nicht mehr, muss ich jetzt dahin fahren oder dorthin fahren? Wer von euch ist schon mal in die falsche Richtung gefahren? Ging es euch schon mal so? Ja, wer morgens so müde ist, vielleicht ins Auto einsteigt und einfach mal losfährt. Was für eine Geschichte. Wo führt das Ticket hin? Und so wie es im alltäglichen Tickets gibt, da dürfen wir uns eine Frage stellen, nämlich wo führt unser Lebensticket eigentlich hin? Wo führt dein Lebensticket hin? Deine Lebensreise, wohin führt sie dich? Wir sehen in den verschiedenen Religionen, wir sehen, es gibt ein Ziel. Es gibt ein Ziel im Hinduismus, es gibt ein Ziel im Buddhismus, nämlich das Nirvana. Aber es gibt auch im Christentum, es gibt ein Ziel, nämlich das Paradies, im Himmel zu sein bei Gott. Oder das ist unser Ziel, bei Gott zu sein. Und deswegen habe ich diese Message mit dem Titel hier benannt, Ticket ins Paradies. Ticket ins Paradies. Und dieses Bild sieht schon richtig gut aus, oder das Paradies. Aber wir können eins glauben, das Paradies bei Gott. Es wird um Vielfaches besser aussehen. Es wird dieses Bild übertrumpfen.
es wird grandios werden. Hey, was für ein schönes Ziel, bei Gott zu sein. Hast du ein Ticket ins Paradies? Das ist die Frage, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Hast du ein Ticket ins Paradies? Diese Frage hat sich schon einer gestellt im Wort Gottes, ob er ein Ticket ins Paradies hat, nämlich einer der Verbrecher am Kreuz. Lasst uns einsteigen in Lukas 23, was dort steht, ab Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft und wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, Amen, wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ihr Lieben, das sind die letzten Worte von Jesus. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Worte, die dein und mein Leben verändern können. Heute noch wirst du mit mir sein. Ich möchte beten, dass Gott heute Morgen zu uns spricht. Herr, danke für deine letzten Worte am Kreuz. Heute noch wirst du mit uns sein. Ein Versprechen für heute, nicht nur für die Zukunft. Wir beten, dass deine Gegenwart kommt in unser Leben, wo wir uns vielleicht alleine fühlen, wo wir neu diese Worte erkennen. Du bist mit uns, Herr, mit deiner Nähe. Du lässt uns nicht allein. Herr, mach diese Worte für uns heute lebendig, dass wir ganz neu diesen Zuspruch erleben. Heute noch bist du mit uns, Herr. Amen. Amen. Was für eine Situation am Kreuz. Was für eine Situation. Wir sehen zwei Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt werden. Vermutlich waren es zwei militante Freiheitskämpfer, zwei jüdische Zeloten, die zu der Gruppe Barabbas gehörten. Barabbas, der mit einem Team einen Mordanschlag in Jerusalem durchgeführt hatte. Und Barabbas, wer ist dieser Barabbas nochmal? Es ist der Mann, der für Jesus freigelassen wurde. Diese zwei Verbrecher, sie hängen dort am Kreuz für ihre Taten. Sie hängen zu Recht dort am Kreuz. Interessant ist auch, dass sie rechts und links neben Jesus hängen. Wenn wir die Story davor mal anschauen, davor sehen wir eine Begebenheit. Die Jünger von Jesus, Jakobus und Johannes, sie bitten um zwei Plätze. Sie bitten um die Plätze, nämlich rechts und links neben Jesus, wenn er die Herrschaft antritt. Aber diese zwei Plätze werden von zwei anderen Männern hier in Anspruch genommen. Wir sehen zwei Verbrecher, die neben Jesus hängen. Was für ein Detail, oder? Zwei Verbrecher nehmen die Plätze ein, rechts und links neben Jesus. Wir sehen hier, dass einer der Verbrecher ihn beschimpft und höhnt: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Wie frech dort am Kreuz. Er macht dich lustig. Wir sehen aber im Matthäus und im Markus-Evangelium, dass nicht nur einer der Verbrecher sich lustig macht, sondern beide machen sich lustig. Wir können also davon ausgehen, dass anfangs beide sich lustig machten, aber einer kam zur Einsicht. Einer der Verbrecher kam zur Einsicht. Wir sehen, dass das Sterben nicht gleich Menschen auch zu besseren Menschen macht, weil ohne Umkehr wird das Herz hart. Und wer in seinem Inneren hart ist, für den wird auch das Sterben schwer. Doch dieses Drama, das wir sehen am Kreuz, es wird zum Wendepunkt für einen der Verbrecher. Wow, es ist vielleicht spät, aber es ist nicht zu spät. Wow, danke Jesus, dass es nicht zu spät ist. So ist auch nicht zu spät für dich und für mich, oder? Was für eine Message. Es ist niemals zu spät bei Jesus.
Der erste Punkt, den ich uns mitgeben möchte, ist eine Frage. Und zwar die Frage, hast du bereits das richtige Ticket gewählt? Und ich habe hier mal zwei Tickets mitgebracht. Zwei Tickets. Das eine Ticket, es ist das Ticket ins Paradies. Es ist das Ticket hin zum ewigen Leben. Hast du dich bereits für Jesus entschieden? Bist du mit Gott unterwegs und du weißt, wo dein Ziel ist? Oder geht es dir so, du hast das andere Ticket gewählt? Es ist das rote Ticket, das Ticket, das in den ewigen Tod führt. Und du hast die Wahl. Du kannst dich entscheiden. Es ist nie zu spät. Wenn Jesus sogar dort am Kreuz einem Mann ein Versprechen abnimmt, dann hat er heute Zeit für dich und du kannst dich heute entscheiden. Es ist niemals zu spät. Das möchte ich dir zusprechen. Aber du darfst dein Ticket wählen. Du darfst dein Ticket wählen. Hast du das richtige Ticket bereits gewählt? Wir sehen nochmal, wenn wir in den Text reingehen, Lukas 23, 40 bis 41, dort steht, aber der andere wies ihn zurecht, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zurecht bestraft, wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben, er aber hat nichts Unrechtes getan. Wir sehen auf der einen Seite, sehen wir, dieser Verbrecher, er bekennt und er gesteht. Er bekennt, dass Jesus der Herr ist. Er bekennt, ja, Jesus, du bist König und denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Das erkennt er. Und er gesteht auch, dass er Schuld auf sich geladen hat, dass er Sünder ist und dass er Jesus als Herrn und als Retter braucht. Auf der anderen Seite sehen wir ein hartes Herz, Starkköpfigkeit des anderen Verbrechers. Vor wenigen Stunden waren diese zwei Männer noch Komplizen. Sie waren ein Team. Jetzt haben sie andere Positionen. Und ich möchte dir Mut machen. Vielleicht ist es auch für dich dran, dass du nicht ewig Komplize deines alten Lebens bleibst und dich heute für Jesus entscheidest. Der eine Verbrecher, er macht sich lustig über Jesus. Der andere bekennt sich zu Jesus. Der eine ist von Gottes Furcht ergriffen, der andere verhöhnt Jesus. Der eine will das Ticket Richtung Paradies, der andere leider nicht. Der eine gesteht seine Schuld, der andere meint immer noch, dass er schuldlos dort hängt. Bei dem einen Verbrecher fällt jede Mauer der Selbstrechtfertigung. Wir sehen, er sagt nicht mehr, ich hatte keine andere Wahl. Alle haben es doch gemacht. Ich habe es doch nur gut gemeint. Ich wollte, dass wir Befreiung erleben. Er hat auch nicht gesagt, mein Kollege da auf der anderen Seite, der ist schuld. Deswegen hänge ich hier. Ohne den hätte ich es niemals getan. Nein, nichts davon, sagt er. Und ein Erweckungstheologe aus dem 18. Jahrhundert, ihr werdet auch sehen, der Kleidungsstil spricht dafür, 18. Jahrhundert, er hat diesen Satz gesagt, ohne die Höllenfahrt der Sündenerkenntnis ist die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis nicht möglich. Was heißt das übersetzt? Es heißt, dass wir erkennen müssen, dass wenn wir Sünde in uns haben und wir sind Sünder, erleben wir eine Höllenfahrt. Wir erleben, dass da Hölle in uns ist. Aber wenn wir Gott erkennen, die Sünde zu ihm bringen, dann können wir die Himmelfahrt erleben. Und dieser Verbrecher, er erlebt diese Höllenfahrt. Er erkennt, dass er Sünder ist. Aber er erlebt auch, dass Gott König ist, dass Jesus König ist. Er erlebt die Gotteserkenntnis und die Himmelfahrt. Wow, was für ein Evangelium, was wir dort eigentlich schon am Kreuz haben, oder? Wow, ich bin begeistert. Und die Frage ist jetzt, wie wählst du das Ticket zu Gott? Wie wählst du das Ticket? Und du wählst es durch Geständnis und Erkenntnis. Bekenntnis, wählen wir das richtige Ticket zu Gott. Durch Geständnis und Bekenntnis wählen wir das richtige Ticket zu Gott. Was muss man dazu tun? Ich gestehe, ich erkenne, dass Jesus der Herr ist. Und vielleicht habt ihr schon mal dieses Bild gesehen. Was dürfen wir tun? Wir dürfen umkehren. Umkehren heißt, dass wir unser Leben komplett verändern. Aber wir können es nicht alleine tun. Jesus tut es in unserem Leben. Die Frage ist aber, wir müssen uns diese Frage stellen, die der eine Verbrecher dem anderen stellt, nämlich fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wenn wir umkehren, dann fürchten wir Gott. Wir möchten Gott gefallen. Wir erkennen, dass er Herr in unserem Leben ist. Unser Leben verändert sich radikal. Wir sehen den breiten Weg und ich weiß nicht, wer dieses Bild kennt.
vielleicht aus dem Wohnzimmer deiner Großeltern oder aus dem Flur. Ich glaube, einige hier kennen es. Und das ist der breite Weg. Der breite Weg dieser Welt. Viele Menschen sind darauf unterwegs. Aber wir sehen, dass das Ziel dieses breiten Weges, es ist der ewige Tod. Wir sehen aber auch einen anderen Weg, der viel schmaler ist. Es scheint so, als wäre es viel schwieriger, dorthin zu kommen. Aber wir sehen, dass es möglich ist, dorthin zu kommen, durch eine Person, nämlich durch Jesus und das Kreuz. Dass man durch dieses Kreuz hindurchgehen kann, wenn man Jesus anerkennt als Herrn, als Retter, hin zum ewigen Leben. Wow, oder? Und ich habe mal hier, ich tue mal die Pfeile benutzen, damit wir uns das ein bisschen veranschaulichen können. Hier der breite Weg, der manchmal vielleicht einfacher erscheint, aber er führt in den ewigen Tod. Hier durch das Kreuz hindurch, hin zum ewigen Leben, hin zu Gott, zu Jesus. Lasst uns gemeinsam auf diesem schmalen Weg unterwegs sein. Ich möchte uns neu ermutigen. Wie kommen wir jetzt also zu diesem Geschenk? Wie kommen wir zu diesem Geschenk des ewigen Lebens? Das ist die Frage. Indem wir anfangen, Gott zu fürchten, umzukehren, zu sehen, es ist nicht alles gut, was wir manchmal reden, oder? Unsere Worte sind schlecht. Wir dürfen damit zu Jesus kommen. Unser Handeln ist auch nicht immer gut. Wir dürfen damit zu Jesus kommen. Da, wo wir noch Zorn haben, da, wo wir Unvergebenheit haben, damit dürfen wir zu Jesus kommen. Immer wieder aufs Neue, tagtäglich. Und vielleicht du, wenn du Jesus noch gar nicht kennst oder noch nicht dich für ihn entschieden hast, dann ist heute der Tag, wo du dich entscheiden darfst aufs Neue. Für ein Leben mit Jesus oder für ein Leben ohne Jesus. Die zwei Verbrecher, sie sterben für etwas, das sie verdienen. Aber Jesus stirbt dort am Kreuz für etwas, das er nicht verdient hat. Er ist unschuldig dort am Kreuz. Er stirbt zu Unrecht, damit wir als Ungerechte das wahre Leben erben können. Wow. Damit wir als Ungerechte, manchmal in unseren Worten, wenn wir lügen, dann kommt er rein, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und er zeigt uns, dass wir Worte der Wahrheit erleben können in unserem Leben. Oder da, wo wir noch Diebe sind von guten Dingen, da schenkt er uns das wahre Leben. Und da, wo wir manchmal Mörder noch sind in unseren Worten, da zeigt er uns, dass er Worte der Wahrheit spricht, die uns frei machen. Sehen wir den Bedarf der Umkehr? Sehen wir ihn? In Römer 3, Vers 23 bis 24 lesen wir, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir alle haben gesündigt, du und ich, wir haben gesündigt. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ein freies Geschenk. Und was ist dieses Geschenk konkret? Das lesen wir in Römer 6, 23. Das Geschenk konkret ist das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wow, das ewige Leben. Das ist unser Ziel, das ewige Leben bei Gott. Aber jetzt müssen wir schauen, wie kommen wir eigentlich ganz konkret an dieses Ticket? Das ist die Frage Nummer 2. Wie komme ich an mein Ticket? Wir lesen in Lukas 23, 42 bis 43 von diesem einen Verbrecher, der einsichtig ist. Dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine zaghafte Bitte mit der schlichtesten Anrede überhaupt. Jesus, denk an mich. Darin sehen wir, dass die Kraft des Gebets liegt nicht in einer Stimmgewalt und sie liegt auch nicht in einer Glaubensstärke, sondern sie liegt allein in einem Namen, nämlich Jesus. Jesus, denk an mich. Denk an mich. Eine schlichte Bitte im Glauben reicht aus, um dein Ticket zu sichern. Das zeigt uns die Situation am Kreuz. Eine schlichte Bitte des Glaubens. Für diesen Verbrecher ist eins klar, Jesus ist der Messias, er ist der König. Und für ihn ist klar, sein Ziel ist es, bei ihm zu sein, bei Gott zu sein.
Vielleicht hat er den Ausspruch von Jesus gehört: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht hat ihn das zum Nachdenken gebracht und er dachte: Oh ja, ich brauche auch Vergebung. Ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Ich hänge zu Recht hier. Vielleicht hat ihn das zum Nachdenken gebracht. Vielleicht hat er auch die Inschrift gesehen: Inri. Jesus von Nazareth, König der Juden. Vielleicht hat das ihn zum Nachdenken gebracht. Was ist, wenn dieser Mann tatsächlich König der Juden ist? Was hat ihm die Augen geöffnet? Wir wissen es nicht, aber wir wissen eins: seine Augen wurden geöffnet. Er glaubt, bevor er Dinge vollendet sieht. Er glaubt am Kreuz, bevor irgendwelche Wunder passieren, bevor Finsternis herrscht, bevor es zu einem Erdbeben kommt, glaubt er. Bevor der Vorhang in zwei reißt, dieser Mann, er glaubt. Wow, oder? Er glaubt. Er glaubt, obwohl er Jesus nie davor gesehen hat, dass er Wunder tut. Er hat nicht gesehen, wie Jesus auf dem Wasser läuft. Er hat nicht gesehen, wie er die 5000 speiste. Er hat auch nicht gesehen, wie Jesus Wasser zu Wein machte. Aber er glaubte. Er glaubte vor der Auferstehung und er glaubte vor der Himmelfahrt. Wow, was für ein Glauben. Eine schlichte Bitte, aber in vollem Glauben. Glauben wir, auch wenn wir Dinge nicht vollendet sehen? Diese Frage möchte ich dir stellen. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber ich möchte dich fragen: Glaubst du, auch wenn du Dinge nicht vollendet siehst? Dieser Mann, er glaubte. Glaubst du Jesus, auch wenn du noch nicht deine ganze Familie gerettet weißt? Glaubst du ihm? Glaubst du an ihn, auch wenn du mit körperlichen Leiden zu kämpfen hast, weil du das Ziel vor Augen hast? Glaubst du an Jesus, auch wenn Trauer dich vielleicht niederdrückt, aber du weißt, da ist Hoffnung, da ist Jesus und er sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich bin immer bei dir, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Glaubst du Jesus? Glaubst du ihm, wenn dein Leben voller Kampf ist? Wenn es so scheint, als hätten andere weniger Kämpfe, glaubst du Jesus, dass er es schon vollendet hat dort am Kreuz? Glaubst du, auch wenn du für Wunder betest, aber es passiert kein Wunder und du verstehst es nicht? Aber Jesus selbst sagt schon: Selig sind die, die glauben, obwohl sie nicht sehen, oder? Dass wir glauben, obwohl wir Dinge nicht sehen, vielleicht auch niemals sehen werden auf dieser Welt, aber wir möchten glauben. Die erste Person, die Jesus mitbringt ins Paradies, ist dieser Schächer, ist dieser Verbrecher, ja, altdeutsch Schächer. Dieser Verbrecher ist die erste Person. Wenn Jesus barmherzig ist mit diesem Verbrecher, so wird er doch auch barmherzig mit uns sein. Eine Botschaft für alle Zeiten, eine Botschaft der Gnade. Jesus durchbricht jedes Gerechtigkeitssystem, jedes Rechtssystem und er bringt diesen Verbrecher mit ins Paradies. Wow, das ist unser Jesus. Dieser Verbrecher wird gerettet durch Einsicht, durch Geständnis und Bekenntnis. Weiß er, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Moment reichte aus, dass dieser Verbrecher wusste, wo sein Ziel sein wird. Und manchmal kommt es auch in unserem Leben auf einen Moment an, oder? Auf einen Moment. Dieser eine Moment, wo wir unseren Mund halten, damit kein Streit ausbricht. Kennen wir das? Dieser eine Moment, wo wir uns für eine Stelle entscheiden oder auch nicht entscheiden, was einen Einfluss hat auf unsere gesamte Zukunft. Dieser eine Moment, in dem wir im Auto bremsen, damit kein Unfall passiert. Und dieser eine Moment in deinem Leben, in dem du dich für Jesus entscheidest, dein komplettes Leben verändert ist. Dieser eine Moment, in dem du zu Jesus sagst: Jesus, ich möchte dir nachfolgen, hier bin ich, sende mich. Und du anfängst, einen Unterschied für ihn zu machen. Dieser eine Moment. Ergreifen wir diesen einen Moment? Der Verbrecher am Kreuz, er ergriff diesen einen Moment und sagte Ja zu Jesus. Ein Moment reicht aus, um dein Ticket zu sichern. Ein Moment. War es eigentlich eine gute Situation dort am Kreuz? Der Verbrecher, er entscheidet sich für Jesus. Aber er setzt seine ganze Hoffnung in eine Person, die neben ihm stirbt. Sieht eher hoffnungslos aus, oder?
Aber wisst ihr, er hat die Hoffnung in die richtige Person gesetzt. Und wir dürfen unsere Hoffnung auch auf die richtige Person setzen. So wichtig, er vertraut Jesus in diesem Moment. Kurz vor dem Sterben, alles scheint eigentlich um ihn herum zu sterben, wie vielleicht manchmal auch in unserem Leben. Aber ein Moment und er packt seine letzte Kraft zusammen und er sagt, Jesus, denk an mich. Und manchmal in unserem Leben scheint es auch so, als würden Dinge nicht gut laufen. Und manchmal reicht unsere Kraft vielleicht nur noch aus, um einen Namen auszusprechen. Und das ist der Name Jesus. Und das wird alles verändern. Dazu möchte ich uns ermutigen. Wenn du keine Kraft mehr hast in manchen Situationen, dann ruf den Namen Jesus an. Ruf nicht andere Menschen an, ruf den Namen Jesus an. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Hey, so wichtig, dass wir als Christen auch es nutzen. Ein Moment verändert alles. Ein Moment, wo wir ins Wort Gottes reingehen, anstatt Worte mit anderen Menschen zu sprechen, oder? Dieser eine Moment, wo wir anfangen zu beten auf unseren Knien, anstatt mit anderen Menschen darüber zu reden. Dieser eine Moment, wo wir anfangen, Worship zu machen, ganz neue Befreiung darin erleben, weil die Gegenwart Gottes kommt. Hey, dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir die Momente ergreifen, wenn wir selbst nicht mehr können, einen Namen anzurufen, nämlich den Namen von Jesus. Es ist die Bitte aller Bitten. Jesus, denk an mich. Jesus, denk an mich in meinen Schmerzen. Jesus, denk an mich in meiner Trauer. Denk an mich in meinen körperlichen Leiden. Denk an mich, wo ich keine Zukunft sehe. Denk an mich. Und ich glaube auch, bei dir und bei mir wird sich alles verändern, wie bei diesem Verbrecher am Kreuz. Weil Gott ist da. Wer ist Jesus für dich? Kannst du sagen, so wie der Verbrecher, Jesus, ich glaube, dass du nichts Unrechtes getan hast. Können wir das sagen? Du hast nichts Unrechtes getan, Jesus. Ich glaube daran, dass du für meine Sünden gestorben bist, obwohl du nie eine Sünde getan hast. Für diesen Verbrecher war es klar. Auch für Petrus. Wir lesen in Matthäus 16, Vers 16. Petrus ruft aus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Für einen Petrus war es klar, wer Jesus ist. Für ihn war er der Sohn des lebendigen Gottes. Des lebendigen Gottes. Nicht eines sterbenden Gottes, eines lebendigen Gottes. Wer ist Jesus für dich? Petrus hat Jesus später verleugnet. Er hat Fehler getan. Aber es ist nie zu spät. Und er erlebt dieselbe Gnade wie auch der reumütige Verbrecher. Und ich möchte zusprechen, vielleicht ist es so, dass du schon mal dich für Jesus entschieden hast. Du hast ihn als Herrn anerkannt. Aber es gab Zeiten, da hast du ihn eher ignoriert, vielleicht hast du ihn sogar verleugnet. Es ist nie so spät und es gibt immer Hoffnung bei Jesus. Das glauben wir und das möchte ich dir zusprechen. Wie gut ist es, mit Jesus schon hier auf der Erde unterwegs zu sein? Zu wissen, wo die Lebensreise hinführt, nämlich bei Gott zu sein. Und der dritte Punkt, den ich uns mitgeben möchte, ist, wenn du ein Ticket buchst, ist es ab heute gültig. Es ist ab heute gültig. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute, nicht morgen, nicht in 3 Tagen, heute, wenn du dich für Jesus entscheidest. Und das hat auch Auswirkungen für uns als Christen, weil es heißt, dass Jesus heute schon da ist. Gott ist heute da, ganz nah bei dir, wenn du ihn brauchst, tagtäglich und er wird dich nicht verlassen. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Wenn du dein Ticket buchst, ist es ab heute gültig. Ab heute. Du musst keine Angst mehr haben, komme ich jetzt zu Gott, komme ich jetzt in den Himmel, sondern hey, dieses Ticket, es ist gültig. Glaub daran, dass es gültig ist und dass das Ziel bei Gott sein wird. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie soll ich denn an ein Leben nach dem Tod glauben? Wie kann ich mir das vorstellen, mit Gott, dass es da einen Gott gibt. Und ich habe letztens eine sehr tolle Geschichte gehört von Zwillingen, von 2 Kindern, die sich noch im Bauch der Mutter befinden. Und das eine Kind sagt zum anderen, wow, guck mal unsere Hände an und unsere Füße, die sind ja schon richtig gut entwickelt. Was denkst du, können wir bald laufen und irgendwie mit unseren Händen auch was Tolles machen? Und das andere Kind meint, boah, nee, also wir haben doch so eine Bauchnabelschnur, das wird bestimmt nicht funktionieren. Wie soll das denn gehen? Wir sind wie angekettet.
Und das andere Kind wieder, ja, aber vielleicht hilft uns ja irgendjemand, dass diese Bauchnabelschnur nicht mehr da ist. Dass wir uns frei bewegen können, dass wir tanzen können, dass wir springen können. Und das andere Kind wieder, nee, wie soll das denn funktionieren? Und das andere Kind probiert es nochmal, aber vielleicht hilft uns ja unsere Mutter. Und das andere Kind, wie unsere Mutter? Ich habe noch nie unsere Mutter gesehen. Ich habe noch nie unsere Mutter gesehen. Und das andere Kind, es hat Hoffnung. Es sagt, doch, ich glaube, dass da jemand ist. Ich glaube, dass da jemand ist. Weil wenn ich ruhig werde, dann kann ich sie hören. Dann kann ich hören, wie sie redet, wie sie singt. Ich glaube, da ist jemand. Und ich glaube, da gibt es ein Leben nach dieser Zeit im Bauch. Was für eine Geschichte, oder? Diese zwei Kinder im Bauch. Und ich glaube, diese Geschichte zeigt uns eine Sache. Sie gibt uns Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Wenn das Leben hier schon so schön ist, wie viel schöner wird es sein bei Gott? Und wisst ihr, manchmal haben wir auch noch so eine Bauchnabelschnur, oder? Die hält uns fest hier auf dieser Welt. Wir sind nicht komplett frei auf dieser Welt. Aber ich glaube, im Himmel, da wird alles abgeschnitten. Alles, was dich noch gefangen hält. Jede Träne, sie wird weggewischt werden. Und du wirst komplett frei sein dort bei Gott. Und wenn wir ganz ruhig sind, da können wir ihn doch hören, oder? Da können wir seine Gegenwart spüren, dass es ihn gibt. Wow, und ich frage dich an diesem Morgen, wo ist deine Lebensreise unterwegs? Wohin führt dich deine Lebensreise? Den Startbahnhof haben wir alle verlassen, oder? Wir sind alle nicht mehr im Bauch. Wir haben alle den Startbahnhof verlassen. Aber wohin führt dich deine Lebensreise? Führt sie dich rein in eine Identitätskrise, in Verletzung, in Zerbruch? Führt sie dich hin zu deiner Karriere? Führt sie dich in den ewigen Tod? Oder führt sie dich ins Paradies zu Gott? Das ist die Frage an diesem Morgen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte beten für uns, die wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind. Und trotzdem glaube ich, dass diese Worte am Kreuz, dass es Worte sind auch für dich und für mich. Worte, die Dinge verändern. Vielleicht siehst du in deinem Leben Dinge noch nicht vollendet. Ich möchte dir heute neu zusprechen. Hab Glauben, so wie dieser Verbrecher. Hab Hoffnung, so wie dieser Verbrecher am Kreuz, dass Jesus sein Werk schon vollenden wird, oder? In deinem Leben. Und er hat es schon vollendet am Kreuz. Ich möchte beten, dass da, wo uns die Kraft fehlt, dass wir neu den Namen von Jesus anrufen. Neu sagen, Jesus, denk an mich in meiner Situation. Ich habe keine Kraft mehr, aber für den Namen Jesus reicht's noch. Ich möchte für dich auch beten, da, wo du vielleicht dachtest, ich muss große Werke tun. Nein, aus Gnade allein sind wir gerettet. Wir sehen diesen Verbrecher, der zu Jesus kommt, der einsichtig ist, der ihn erkennt als Retter, der eine schlichte Bitte im Glauben spricht und er ist gerettet. Ich glaube, das soll uns an diesem Morgen ermutigen, neu das Geschenk der Gnade anzunehmen. Und trotzdem, wie stark ist es, dieser Verbrecher, er stößt seinen letzten Atemzug aus und er stirbt. Wie gut ist es, dass wir hier sind und einen Unterschied in unserem Leben machen können, für unseren Herrn und ihm alle Ehre machen können, oder? Lass uns es ernst nehmen, lass uns immer wieder diesen einen Moment ergreifen, um für Jesus einen Unterschied zu machen. Lass uns beten. Herr, wir stehen vor dir als Sünder, aber wir wissen, dass du uns gerettet hast, Herr. Wir möchten neu unsere volle Aufmerksamkeit dir widmen, so wie dieser Verbrecher am Kreuz. Wir möchten neu die Hoffnung haben, dass Dinge, die wir nicht vollendet sehen, vielleicht in unserem Schmerz, in Beziehungen, vielleicht Herausforderungen auf der Arbeit, dass wir neu erleben, wie du Dinge schon vollendet hast, dass wir neu sehen, du hast den Sieg, Jesus. Lass uns glauben, wie dieser Verbrecher, und lass uns diesen einen Moment nutzen, ein Moment, der alles verändern kann. Ein Moment der Hingabe zu dir. Ein Moment der Hoffnung, wo wir erleben, du hast alles unter Kontrolle, Jesus. Wir legen dir neu alles hin, unser ganzes Leben. Unsere volle Aufmerksamkeit, sie soll nur dir gehören, Jesus. Bis zu unserem letzten Atemzug. Und wenn uns die Kraft fehlt, Herr,
Du siehst, wo wir kraftlos sind, wo vielleicht Menschen hier sind, die gerade keine Kraft haben. Zeig ihnen neu, dass nur ein Name reicht, ein Wort reicht und dass Dinge sich verändern, Herr. Nämlich indem wir deinen Namen anrufen, Herr. Und wir sagen gemeinsam, Jesus, denk an uns. Amen. Amen. Wow, was für eine Message vom Kreuz. Eine Message, die Leben damals verändert hat und die auch Leben heute verändert. Und die Frage ist, wo führt deine Lebensreise dich hin? Wo führt sie hin? Welches Ticket wählst du? Wählst du das Ticket Richtung Paradies? Oder wählst du das Ticket Richtung ewigem Tod? Ich bin so stark am Kreuz, was dort passiert, nämlich Jesus, er widmet seine volle Aufmerksamkeit einem Verbrecher, einem Sünder. Und ich glaube, so möchte er auch an diesem Morgen seine volle Aufmerksamkeit dir widmen, wenn du dich nicht würdig fühlst für ihn, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du Unvergebenheit in dir hast, wenn du weißt, du hast gerade noch kein Ticket ins Paradies. Aber weißt du eins? Jesus, er widmet seine volle Aufmerksamkeit dir allein. Und er nimmt sich Zeit für dich. Er nimmt sich Zeit in seinem letzten Atemzug und nimmt sich auch heute Zeit für dich. Und ich möchte dich an diesem Morgen fragen, wo geht deine Lebensreise hin? In dieser Welt geht es um Leben und Tod, jeden Tag aufs Neue. Und wir dürfen herausfinden, geht es Richtung Leben oder geht es Richtung Tod? Wir wissen eins, bei Jesus gibt es ewiges Leben. Und ich möchte dich fragen, wir werden alle unsere Augen schließen. Weißt du schon, dass du ein Ticket ins Paradies hast? Dass du ein Ticket hin zu Gott hast, bei ihm in Ewigkeit zu sein? Ich möchte dich einladen, wenn du es noch nicht mit Jesus ausgemacht hast und nicht gesagt hast, ja, Jesus, hier bin ich, dass du jetzt ihm ein Zeichen gibst. Ein Zeichen des Glaubens. Eine schlichte Bitte, aber im Glauben. Ich möchte dich einladen, jetzt ihm ein Zeichen zu geben. Er hat das größte Zeichen für dich gegeben, dort am Kreuz. Gib ihm ein Zeichen. Heb deine Hand und sag, Herr, hier bin ich und ich entscheide mich heute für ein Leben mit dir. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten, ihr dürft nachsprechen. Jesus, wie dieser Verbrecher, komme ich zu dir. Im Glauben, dass du mich retten kannst. Weil du meine Sünden trugst und den Tod überwunden hast. Heute wähle ich das Ticket zu dir. Amen. Amen. Wow. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, ich lade dich ein, komm ans Kreuz. Ich würde sehr gerne mit dir beten. Wenn du merkst, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, aber da gibt es Dinge, wo ich merke, da merke ich einfach gerade, Dinge sind nicht vollendet und ich habe Schwierigkeiten damit, dann lasst uns ans Kreuz gehen zu dem, der Dinge vollendet hat und ihm die Dinge bringen im Gebet. Und jetzt werden wir diesen Song nochmal singen. Jesus, meine Hoffnung lebt. Dass wir neu das aussprechen. Jesus ist unsere Hoffnung und seine Worte, sie gelten bis in alle Ewigkeit. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.